Bestimmte Techniken beim Abmischen von Musik werden Tricks genannt und die berühmtesten unter ihnen bekommen dann einen legendären Namen, wie zum Beispiel der Abbey Road Trick, der New York Compression Trick oder eben der Pultec Trick. Was es mit dem Pultec Trick auf sich hat, wie er klingt und wo du ihn am besten einsetzen kannst, das erfährst du im heutigen Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Der Pultec-Trick, das ist natürlich einer von diesen Begriffen, die man im normalen Nerd-Talk drauf haben möchte, wenn man sich mit Gleichgesinnten aus dem Audiobereich unterhält und zeigen möchte, dass man auch ein bisschen was von der Materie versteht. Aber der Pultec-Trick ist ja auch ein legendärer Trick, der zurückgeht auf die Zeiten, in denen Equalizer noch große 19-Zoll-Geräte waren, schwer mit Röhren bestückt. Und der EQP1A von Pultec ist halt einer der legendärsten von diesen Equalizern. Ich habe ihn hier mal aufgemacht. In der Version von Universal Audio aus dem Spark Bundle, der UAD Pultec EPO EQP1A. Langes Wort auf jeden Fall, definitiv. Das Ganze basiert auf diesen drei Knöpfen, die du hier siehst, denn diese drei Knöpfe bilden eine Einheit. Ein Boost, ein Attenuate, in manchen Plugins wird er auch Cut genannt, denn das macht er, beschneidet. Und darunter dann noch der Auswahlschalter für die Kernfrequenz, für die Centerfrequenz, die dann für diese zwei oberen Regler gelten soll. Das heißt, diese drei Regler, die du hier siehst im Zoom, das ist im Prinzip eine Einheit, die zusammen funktioniert. Und ich habe mal den Plugin-Doktor aufgemacht, damit wir mal sehen können, ungefähr, wie die sich im Frequenzverhalten verhalten, wenn man das so sagen darf. Ich stelle mal den Schalter hier auf 60 Hertz und drehe dann mal den Attenuate-Schalter hoch ein bisschen und dann siehst du schon hier im Plugin-Doktor, was eigentlich wirklich passiert. Hier werden eben nicht nur 60 Hertz abgesenkt, sondern hier wird natürlich ab 60 bis hoch zu, was können wir denn hier sehen, fast bis 5 Kilohertz abgesenkt. Also eine sehr musikalische, lange Kurve, die hier gefahren wird, um abzusenken. Und du siehst, du kannst hier richtig dramatisch eingreifen mit dem Attenuate- oder Cut-Schalter. Nehmen wir mal auf der anderen Seite den Boost-Schalter, den wir hier haben. Damit kann man anheben und auch hier sind es 60 Hertz zwar als Kernfrequenz, die wir jetzt hier eingestellt haben, aber es geht halt auch weit darüber hinaus. Das heißt, wenn du mit dem Pultec-Style-Equalizer hier anhebst, dann wird natürlich nicht nur bei 60 Hertz angehoben, wie bei einem modernen grafischen Equalizer oder bei den parametrischen Equalizern, sondern es wird auch alles darüber angehoben. Wir sind hier bei 100 Hertz, da wird noch fett angehoben und die Kurve flacht ab bis 2 Kilohertz. Aber du siehst es schon, die Kurven scheinen nicht ganz identisch zu sein vom Anheben und vom Absenken. Und das ist jetzt die Basis vom Pultec-Trick. Denn im Manual, also in der Bedienungsanleitung vom Pultec-Equalizer stand eigentlich drin, dass die Ingenieure sagen, auf keinen Fall gleichzeitig anheben und absenken. Aber genau das hat ein findiger Tontechniker mal gemacht und festgestellt, bam, klingt super. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Wenn wir nämlich hier anheben, ich stelle mal hier als Kernfrequenz 30 Hertz, sagen wir mal ein, hebe hier tüchtig an, sagen wir mal auf 5 und ich senke gleichzeitig ab. Und jetzt achte mal darauf, was mit der EQ-Kurve passiert. Die Anhebung selbst senkt sich wieder ein bisschen ab, wird also abgemildert und gleichzeitig wird in dem Bereich da drüber, der eigentlich mit überbetont wurde, abgesenkt. Das heißt, du hast den Vorteil der Anhebung im tiefen Frequenzbereich, gleichzeitig räumt das ganze Ding aber darüber ein bisschen auf und sorgt dafür, dass der untere Mittenbereich nicht zu matschig wird. Jetzt hören wir uns mal an, wie das klingt irgendwie. Wir nehmen mal einen Loop, den ich hier habe. Und ich hebe jetzt einfach mal mit dem Boost an. Drehen wir mal drauf. Oh, wird schon rund. Ich mach mal aus. Im Prinzip hat die Bass schon mehr Pfund bekommen, aber du hast es gemerkt, im unteren Mittenbereich oder im oberen Bassbereich ist es doch sehr matschig und mulmig geworden. Und da kommt jetzt für unseren Pultec-Trick eben der Absenkenschalter rein. Lassen wir nochmal laufen. Jetzt senke ich nämlich gleichzeitig ab. Und jetzt ist es fett und gleichzeitig aufgeräumt. Ich mache mal aus. Der Pultec-Trick. Und das funktioniert natürlich bei allen Signalen, die vor allem im tieffrequenten Bereich Material anbieten, nämlich beim Bass, Bassdrum, insgesamt Loops, Schlagzeug, 808s natürlich. Damit kannst du wirklich schön rumspielen und dir nicht nur die Charakteristik von einem Equalizer wie dem Pultec reinholen, sondern eben auch den Pultec-Trick ausprobieren, um dein Signal noch ein bisschen runder zu machen. Und wenn du auf weitere wie diesen legendären Tricks stehst, dann guck doch mal in dieses Video rein, da erkläre ich dir nämlich den Abbey Road-Trick und da kannst du dann noch mehr lernen. Da sehen wir uns dann gleich. Bis dahin, mach's gut und Yassou!